Ich bin letztens in Dortmund-Scharnhorst in so eine Parallelwelt gerutscht. Rote Ampel, ich komme da angeblasen mit meinem 911er. Hör mal, da steht da vor mir an der Ampel so ein Kadett-Kombi, braun. Ne? Vorne so ein Pärchen drin, beide am Rauchen. Hinten Kindersitz, also das Pärchen sah schon von hinten nicht gut aus. Ne? Der Kindersitz schokoladenverschmiert und auf der Heckscheibe so ein Aufkleber Phantasialand. Daneben Phantasialand-Aufkleber. Daneben Phantasialand-Aufkleber. Daneben ein Phantasialand-Aufkleber. Daneben ein Phantasialand-Aufkleber. Daneben ein Kevin an Bord-Aufkleber. Daneben ein Europapark-Rust-Aufkleber. Man will sie ja alle mal gesehen haben. Daneben ein Phantasialand-Aufkleber. Oben drüber 1,20 Meter breit böse Onkels. Oh. Und ich muss eilig geradeaus. Aber ich habe gedacht, Schröder, hier kannst du was lernen. Ich bin schön auf die Rechtsabbiegerspur, direkt neben die Geisterbahn, ne, um mir diese beiden Patienten mal so aus der Nähe anzugucken. Innen drin lief pur Abenteuerland. Ne? Ist klar. Ne? Hör die volle Breitseite. Das volle Programm. Pur. So, und da habe ich so rüber geguckt und da schlug mir auch direkt so eine volle Breitseite kompletten Elends entgegen. Sie, ich nenne sie mal Qualle, sah so ein bisschen aus wie Angela Merkel, nur mit einer Scheißfrisur. Also Qualle füllte die komplette rechte Seite des Kadetts aus. Rausgewachsene Blondierung, rausgewachsene Dauerwelle, Zigarette, nicht ganz rausgewachsen. Ne? So, da sitzt sie und ihre grobporige Mischhaut verriet mir das Geheimnis ihrer erdigen Schönheit. Ne? 20 Jahre Pommes, Pommes, Pommes. Ihr Nasenpiercing flötete mir enthemmt zu. Hoppla, ich bin eine ganz Wilde. Und meine Hirnanhangdrüse schrubbte sich ein Wolf bei dem Gedanken, welches Getränk wohl stark genug wäre, um mir diese Hackfresse schön zu saufen. Vielleicht Methylalkohol, ne? Das hat den Vorteil, man wird auch noch blind davon. Ne? So, er direkt daneben, er, also ein ziemliches Leichtgewicht, ich sag mal so 38 Kilo. So Schätzung, war einer von denen, die mit beiden Augen gleichzeitig durchs Schlüsselloch gucken können. Ne? Sah aus wie Peter Maffay in klein. Ne, hatte so eine Haut, so Rad 9000 ins Gräuliche gehend. Und hier oben ein tätowiert, Born to be Wild. Ja, nee, ist klar. Ne? Im Radio immer noch, komm mit mir ins Abenteuerland. Ne? So, ich guck da so rüber, ne? Und die beiden am Rauchen wie die Schlote, am Quarzen, die haben sich wahrscheinlich im Tabakladen kennengelernt. Ne? So nach dem Motto, wir nehmen zwei Stangen Marlboro. Soll ich sie ihnen einpacken? Ne, wir rauchen sie gleich hier. Ne? Ist klar, ja. So, die beiden sind am Quarzen, ne? Oh, ey, als gäb's kein Morgen. Die sind am Machen. So, und als ich da so rüber gucke, guckt Qualle für einen Moment zu mir rüber. Und da schiebt die Eule mir doch in dem Bruchteil einer Nanosekunde den kompletten Datensatz ihres Lebens rüber. Aber ab da wusste ich Bescheid. Ab da wusste ich alles über diese mutige Laune der Natur. 75er Baujahr, 82 eingeschult, 83 eingeschult, 84 eingeschult, 91 8. Klasse, 92 8. Klasse, 93 SAGV auch klasse, 94 schwanger, nicht so klasse, Flitterwochen Norderney, 3. Klasse. Und habe ich mir so gedacht, es hätte schlimmer kommen können. Nee. Aber ich meine, mir ist in dem Moment
völlig klar, was diese beiden Evolutionsbremsen gerade vorhaben. Ne? Erster blagenfreier Tag seit 4 Jahren. Heute gibt Fatty alles. Er hat die Spendierhose an. Er schaut nicht auf die Mark. Er schiebt den dicken Schuh. Großer Einkaufsbummel mit Mutti ab. Schön zu Karstadt. Ne? Schön eine neue Radlerhose für Mutti. Ne? Schön XXL auf Figur. Ne? Ist klar. Und für ihn die Robocop-Sonderedition mit Aufkleber fürs Auto. Ne? War ja klar. So. Und das alles vor einer unschuldigen Ampel morgens 9:30 mitten in Deutschland. Plötzlich läuft bei denen im Radio von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Und ich denk, und da werdet ihr auch nie hinkommen. Ne? Da werde ich persönlich für sorgen. Ne? So, die Ampel war immer noch rot. Ich habe meinen 911er kurz anwuppen lassen. Hab auf die Hupe gedrückt und Schweinebacke prescht los, als gäb's kein Morgen. Ne? Ein Traumstart wie Häkkin. Das hätte er besser nicht gemacht. Weil von rechts kommt ein großer polnischer LKW. Und rasiert die komplette Schnauze von dem Kadett ab. Ne? Qualle und Schweinebacke gucken vorne so raus. Ne? Und da hatte ich ein bisschen Mitleid mit den beiden. Ich bin ausgestiegen und hab den 2 Karten fürs Phantasialand spendiert. Ist klar, oder? Da hat man doch Mitleid.